Mit dem Linienbus geht es zunächst zur Fellhornbahn, die wir an der Mittelstation verlassen. Dann zur Kanzelwand am Adlerhorst vorbei und über die innere Kuhgärenalpe zur Fidere-Passhütte. Der Krumbacher Höhenweg zieht sich zunächst am Hang der Kanzelwand entlang. Das Warmatsgundtal findet hier seinen Abschluss. An der Kügund-Alpe verlassen wir diesen und steigen rechts abbiegend zum Fidere-Pass auf. Die Hütte schon greifbar nah vor Augen, schweift der Blick nochmals zurück. Eine größere Gruppe ist noch auf dem Weg. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind bestens. Nur heute kocht die Wetterküche noch kräftig. Die Wolken haben nun die Hammerspitze fest im Griff. Es kommt noch Regen auf. Fünf Wegminuten unter der Hütte. Welch schöner Anblick. Eine Herde von 6 Steinböcken beim Grasen. Die vorbeigehenden Wanderer nicht beachtend, wird Grashalm um Grashalm gerupft. Mitte September ist es an der Zeit, die Fettreserven aufzufüllen. Nicht mehr allzu lange, dann ist für Monate der Tisch nur noch spärlich gedeckt. Wie auch andere Hüttenwirte in den Allgäuer Alpen macht auch Hubert bei der Qualitätsoffensive mit, nur hochwertige Produkte aus der Region zu verwenden. Ein schmackhaftes Abendessen und dann nichts wie raus. Die Regenwolken haben sich verzogen, die Sonne zeigt sich nochmals.